Tag zusammen, willkommen zurück in Ruhrkirchen, nachdem wir ja in der letzten Folge aufgeräumt haben. Wir hatten ja hier irgendwelche zerstörte Infrastruktur, dass hier die A40 irgendwie zerstört worden ist. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, woran das lag, aber jetzt auch hier die Brücke wieder repariert, die dann hier rüber führt nach Marl. Also das funktioniert alles wieder. Wir haben hier neue Wohnviertel etabliert für die Arbeiterschaft in Stärkrade und hier in Marlhils für das Chemiewerk. Ja, was jetzt passieren müsste, wäre, glaube ich, mal die Etablierung der U-Bahn. Da haben wir doch, denke ich, einen größeren Bedarf, denn die Straßenbahn, da können Sie es mal angucken, wäre quasi gar nicht mehr weiter ausgebaut. Also mal hier reinzoomen. Hier liegen zwar noch Straßenbahnen, ich gucke mal, haben wir überhaupt irgendwelche Gleise? Ja, haben wir, aber die Straßenbahnen, ja, werden schon einigermaßen gut genutzt. Guck mal hier, Baldeney Stiepel Marxloh. Drei Fahrzeuge, da könnte man wahrscheinlich sogar noch mehr spendieren. Passagiere 9, 30. Hier warten ja viele. Ja. Wo ist denn die Frauenstraße? Naja, gut, okay, also das, da können wir vielleicht nochmal ein Fahrzeug spendieren hier. Hier. So, dann war da jetzt noch eine, die Universitätslinie wird gar nicht benutzt. 6, 0. Da ist keiner drin. Okay, das ist natürlich sehr bedauerlich. Fahren wir hier, obwohl hier viele Leute stehen, ne? Ah, jetzt steigen mal Leute ein hier am Bahnhof. So, Moment, wir wollen dieser hier nicht mehr folgen. So, jetzt sind aber wie viele hier drin? 93, okay. Jetzt hat er ja auch gewendet. Hier ist aber auch noch ein Problem. Ja, aber. Na doch, aber die Linie wird hier schon gut benutzt. Ne? Also eigentlich ist es ja hier am Hauptbahnhof gar nicht so schlecht, auch was hier los ist an Leuten, die dann hier zum Busbahnhof laufen. Wir haben offensichtlich aber nicht genug Straßenbahn. Da kümmern wir uns mal zuerst drum. Straßenbahndepot 15 von 15. Das können wir nicht weiter aufwerten. Dann brauchen wir hier noch ein zweites Straßenbahndepot. Jetzt ist die Frage, kriegen wir das hier integriert? Ja, wieso nicht? Das können wir doch hier quasi auf der Schollstraße gegenüber platzieren. Wenn wir jetzt hier, Moment, erstmal wieder die Fläche hier begradigen. Das Spielchen kennen wir schon. Gehen wir wirklich ganz bis an den Rand der Schienen hier. Und dann ziehen wir das hier so weit, es geht durch. Das ist der rechte Winkel, das sieht aber irgendwie schräg aus, oder? Na gut. Ergänzen dann dort Schienen. Und platzieren hier nochmal das Depot. Das ist ja direkt hier vorne dann. Okay. Ergänzen direkt noch die Garage. Und sollten jetzt, da kommen auch schon die ersten Straßenbahnen raus. Das ist doch prima.
Hier wird sogar perspektivisch noch eins hinpassen. Na, ist doch gut. Das ist doch sehr gut. Wir könnten hier dann den Beschäftigten auch noch ein paar Gewerbeflächen spendieren. Die haben wir ja da vorne. Wobei, doch hier vorne, das müsste doch passen. Direkt hier dran, da haben wir doch Fläche. Das ist nur eine Zeile, das ist nicht so gut und ausreichend. Da haben wir noch welche. Ah ja, das ist doch prima. Dann ergänzen wir hier nochmal ein paar. Ein paar Gewerbeflächen. Vielleicht auch noch ein paar Bürozonen, quasi als Verwaltungsgebäude. Das machen wir vielleicht. Hier auf dieser Seite gehen wir nämlich von hier aus hier senkrecht auch weg im 90 Grad Winkel. Können wir hier noch, ne, das passt hier nicht hin, hier wird er hinpassen. Da fährt ein Zug ins Depot, okay, auch sehr schön. Und dann werden wir hier auf der Seite einfach eine Sache hier mal ganz kurz prüfen, und zwar wenn wir hier beim Bus weitere Garagen, hier können wir nämlich auch noch Garagen platzieren. Da müssten wir dann nur, jetzt müssen wir ganz kurz gucken, dass das hier von der Entfernung passt. Also da müsste hier die Straße so weggehen. Wenn wir das so machen, also die Straße da senkrecht wegziehen und dann das bitte akzeptieren. Aha, sehr gut. Dann haben wir jetzt hier oben nämlich Platz für Büros. Die ist zu nah dran. Platzieren wir erst den Kreisel. Ah, ne, der Kreisel, der kann weg. Sonst kriegt er dann das zweite Gebäude nicht hin. Also bleibt das so. Aber hier kommt dann noch ein Kreisel hin. Und dann setzen wir noch ein paar Bürogebäude dran. Drei Stück. Fußwege noch. Diese geschwungenen Fußweg. Kommen wir dann hier dran. Und hier rum. Und wir müssen wahrscheinlich hier alles abschalten. So, war das jetzt hier und so nochmal neu machen. Auch das machen wir mal größer. Und dekorieren das direkt, wenn wir schon mal gerade dabei sind hier. Große, ausgewachsene Bäume. Ein paar Büsche. Und dann haben wir hier doch garantiert auch noch mal hier ein bisschen was zum Platzieren. Aha, das Bürogebäude hat Photovoltaik. Das wollen wir hier in unserer fossilen Stadt so ja gar nicht unbedingt. So, wo haben wir denn jetzt hier doch noch gleich
Topfpflanzen wollen wir nicht. Hier, genau. Da können wir vielleicht nochmal so einen Imbissstand gucken. Ist der richtig rum? Da setzen wir noch einen hin und dann machen wir noch ein paar Mülleimer. Warum wir die hier? So, ein paar Bänke zum Sitzen. Und hinten müssen wir noch, glaube ich, ein bisschen an Buschwerk platzieren. Damit wir das so ein bisschen hier abdrehen. Ich glaube auch hier oben machen wir das. Das sieht dann, glaube ich, besser aus. Jawohl. Bisschen glätten noch. Schauen wir, wie gut das dann jetzt hier klappt. Hier auch entlang der Hauptbahnstrecke. Ja, prima. Jetzt müsste ja auch idealerweise der Warnhinweis verschwunden sein. Jawohl. Boah, hier ist echt Verkehr hier auch. Jetzt prüfen wir nochmal. Okay, interessanterweise hier ist jetzt bei 0. Das schwankt echt stark. Okay, wir wollen jetzt aber die U-Bahn etablieren. Ich denke, das würde unserer Stadt auch nochmal ordentlich Entlastung geben. Freigeschaltet hatten wir sie schon. Ich gucke nochmal nach, was haben wir gemacht. Schon den Flughafen freigeschaltet. Wasser brauchen wir auch. Jetzt gucken wir uns vielleicht mal an, was wir da jetzt freigeschaltet haben. Also beim Wasser haben wir hier Frachthafen, normalen Hafen, Seewege und dann beim Flughafen gibt es dann ja internationaler. Wie groß der ist. Na, da sieht man sogar dann die Einflugschneise. Und hier haben wir die U-Bahn. Also beim Depot, der Rest kommt dann erst danach. Wir müssen also hier, ich will das hier als Hub, da brauchen wir einen neuen Verkehrshub. Nee, ja, hier drüben. Nee, wieso eigentlich? Wir kaufen diese beiden Zellen noch. Erweitern hier dieses Gebiet. Da machen wir ruhig, es ist so eine große Straße, dann bleiben wir auch dabei. Ziehen die weiter, ergänzen dann dahinter die U-Bahn. ~90°-Winkel, ich will auch hier schon direkt prüfen, können wir hier über die... Moment mal, hier ist auch irgendwas weg, oder? Hier fehlt doch die Spur auf die A40. Och, das ist erstmal reparieren. Einspurig. Das ist sogar zweispurig hier. Gehen wir hier mit der geschwungenen Kurve erstmal raus. Gehen hier ran. Machen dann die Spur der Autobahn hier vierspurig und dann gehen wir hier auf drei Spuren und dann schließen wir hier
an. Habe ich die vergessen? Na ja, gut, also wie auch immer. Die Ausfahrt hier ist so ein bisschen lieblos, ne? Muss ich schon zugeben. Vor allem müssten wir hier noch irgendwie an der Eisenbahn vorbei. Das sehen wir am besten so, dass wir hier bei der Höhe ja bleiben könnten, um dann hier drunter herzukommen, hier drüben hin. Jetzt bereiten wir vielleicht. Ja, wobei, ja, die Ausfahrt hat natürlich einen ziemlich großen Sinn, nämlich gar keinen, wie ich gerade sehe. Hier fehlt ja der, also jeglicher Anschluss. Hier kann ich ja nur die Richtung wechseln. Aha. Okay, also hier ist irgendwie auch was schief gegangen. So, dann ziehen wir das ruhig. Bis hier hinten. Ja, okay. Frage, jetzt kriegen wir hier sogar noch einen größeren Kreisel hin. Und hier auch. Das sieht dann besser. So, jetzt haben wir auch hier die Verbindung zur A40. Das macht auch jetzt mehr Sinn. Aber ich möchte jetzt dann trotzdem hier die Verbindung schaffen. Also von hier aus. Ist der Höhenunterschied so gering? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann müssen wir hier, glaube ich, ein bisschen tiefer gehen. Das ist zu tief. Also nehmen wir die Höhe mal. Ist auch noch zu tief. Das sollte reichen. Das ziehen wir hier durch und hier. Werden dann von hier aus kommend eine Rampe errichten, damit es hier bergab geht. Unterbrechen das einmal für die Brücken, die wir jetzt brauchen. Also, hier ziehen wir es gerade durch. Ja, den Teil müssen wir auch abreißen. Wir gehen hier auch nicht gerade. So machen wir das. Also gerade raus. Man wieder 90 Grad Winkel. Brauchen wir auch mehr Platz, damit das hier gerade geht. Und ergänzen dann wieder hier unsere, wie man sieht da, unsere Gleise. Könnt vielleicht erst noch mal hier die Kante näher heranführen auf der Seite. Ja, das sollte aber reichen und dann gehen wir jetzt von hier aus in einer Kurve, also 180 Grad, 179 sollte reichen, das einmal und dann hier geradeaus weg. Prima. Und können dann relativ smooth, hoffe ich, hier die Verbindung schaffen. Das machen wir mit dem Kurventool. Also kommen hier senkrecht. Oh, okay, das geht nicht so, wie ich dachte. Dann machen wir das anders. Also hier kommen wir erstmal parallel hierzu.
gehen dann hier einfach rein und ergänzen hier einen Kreisverkehr. Ja, dann haben wir nämlich den Vorteil, haben wir nämlich auch hier eine lange Verbindung und auch diese Straße könnte man hier nochmal parallel führen. Die geht hier ja über, um drüber, ja. Vielleicht ist hier auch eine Doppelung sinnvoll. Na, das, also die Verbindung machen wir mal neu hier. Denn ich möchte auch hier jetzt ja, eigentlich können wir von hier aus weggehen. Das, glaube ich, ist ganz gut. Senkrecht weg mit einer vierspurigen Straße. Also, wenn ich jetzt hier baue, dann dürfen wir nicht vergessen, dass wir die U-Bahn ja noch bauen wollen. Aber das kommt gleich noch. So, von hier hinten. Dort ist der Anfangspunkt, hier ist der Endpunkt. So, dann gehen wir hier so hoch. Das machen wir dann hier mit einer, blenden das nochmal ein, mit einer Verbindung gerade raus. Dann in einer langgezogenen Kurve. Ah, das ist doch super. Und hier geht dann eine einfache Straße in unsere Zone rein. Ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Also hier, das sieht irgendwie nicht ganz passend aus. Also von hier aus, das muss hier die gleiche Höhe haben. Das hat es jetzt. Und dann gehen wir einfach von hier aus senkrecht rüber. Wieso hast du hier so ein Problem? Achso, hier ist Parkverbot auf der Brücke. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja nicht so schlimm. Okay. So sieht das hier auch. Das hier sieht noch irgendwie komisch aus. Ich lasse den Zug mal eben vorbeifahren. Das reißen wir nochmal ab. Den Teil hier auch. Also hier, das finden wir hier so ran, und ein kleines bisschen Abstand. Die Höhe möchte ich natürlich hier auch haben. Okay, ist das so ein großer Unterschied? Puh. Das gefällt mir nicht so richtig, wenn ich ganz ehrlich bin. Das Gelände ist echt herausfordernd. So. Und dann, ne? Also von hier, ach so. Das Gelände passt hier nicht ganz, ne? Jetzt passt es besser. Also jetzt ziehen wir die gerade Linie durch. Hier rüber und dann soll ich ein bisschen abknicken. Um hier reinzukommen.
dann von hier aus im rechten Winkel, lässt er mich das machen. 180. Das hätten wir und dann, aber das Gelände ist ja echt schon ziemlich herausfordernd. Das bleibt ja auch, bleibt ja nicht aus. Wir werden das ein bisschen abflachen, damit wir ja nicht so eine harte Kante haben. Auch das Spielchen kennen wir. Ja, jetzt wollten wir aber eigentlich die U-Bahn setzen. Das machen wir jetzt dann. Auch endlich die Geländearbeiten hier kommen dann später. Also hier kommt jetzt der U-Bahn, das U-Bahn-Depot hin. Oh, das ist auch riesig. Das ist riesig. Da muss hier eine Straße weggehen. Und wir müssen das Gelände einebnen. Ich nur mal kurz gucken hier. Also, wo geht's denn dann raus? Auf beiden Seiten theoretisch. Ne? Das heißt, wir müssen sowieso weiter wegsetzen, damit wir ausreichend Platz haben, um unterirdisch zu gehen. Davon ist es wirklich gut, dass wir es hier auf dieser Seite gemacht haben. Ja, wir müssen es auch komplett. Ich überlege mir jetzt gerade, wie kann man das hier so platzieren, dass wir es hinkriegen. Also wir holen hier, brauchen wir eine Höhe. Wir nehmen diese hier, die ist einigermaßen in der Mitte. Das ebnen wir ein und dann arbeiten wir uns mal Schritt für Schritt an die richtige Größe ran. Nach hinten müssen wir uns mehr Platz geben. Das ist aber, glaube ich, nicht so schlimm, denn dort können wir dann direkt, sind wir direkt unterirdisch. Soll ich dann schnell auch an Tiefe gewinnen. Hier wird es dann oberirdisch weitergehen. So, das ist das Depot. Wenn wir dich jetzt drehen würden, haben wir mehr als genug Platz. Das gefällt mir. Jetzt müssen wir wieder diese Höhenrampen machen. Also hier ist der, hier ist schon mal direkt der erste Zugang auf das Gelände. So, können wir vielleicht sogar hier den Anschluss auch noch machen, hier hinten. Haben wir nicht so ein totes Ende. Also die Straße nämlich hier hochführen. Ja. Dann das Depot. Soweit es geht nach links. Jetzt das mal hier hin. So, hier haben wir jetzt die ganzen Anschlüsse. Gucken wir uns das mal an. Wir können hier noch eine Wartung und wir haben hier noch erhöhte Kapazität. Das können wir direkt platzieren. Jetzt haben wir die U-Bahn-Wartung. Das setzen wir auch direkt mal auf diese Seite. Fahrzeuge. Das ist nicht viel, ne? Muss man schon sagen. Jetzt will ich gerade, ob das überhaupt schon reicht. Oder ob ich nicht doch weiter nach links müsste.
Ich glaube, ich muss noch weiter nach links. Also dich verschiebe ich noch mal. So. Damit wir nämlich jetzt hier hinten mit... Oh, jetzt haben wir hier U-Bahn-Stationen. Das ist okay. Vielleicht geht diese Straße gleich nochmal weg hier, dass wir hier drüber kommen, denn die Höhe ist ganz gut. So, wo ist hier die mittlere Spur? Hier ist es eine Durchgangsspur. Aber das ist die Mittelspur hier. Dann setzen wir hier erstmal ein Gleis. Und dann gehen wir jetzt erstmal von hier aus überall rein. Gucken, das sind alles einfache Gleise. Wobei, das interessiert uns jetzt hier nicht so sehr. Also 180 Grad. Das gleiche brauchen wir auch auf der anderen Seite. Da spendieren wir uns aber auch nochmal deutlich mehr Platz. Denn ich denke, hier drüben brauchen wir dann nochmal das gleiche an Gleiskonstruktion. Und dann, das ist dann das, was wir dann heute noch machen, wenn wir noch keine Linien definieren, sondern erstmal die Dekoration hier noch von dem Gelände dann abschließen. Also hier war jetzt, das ist die durchgängige. Prima. Da ist jetzt schon ein ziemliches Monstrum. Aber gut, damit müssen wir leben. Die Straße ziehen wir noch bis hier vorne. Da haben wir nämlich ein bisschen was an. Wir müssen die Straße, die muss ja eigentlich oben drüber. Wobei, wir können ja eigentlich, warum müssen wir hier umdrehen? Wir haben ja schon Gelände, was uns entgegenkommt. Können eigentlich von hier aus. Also hier geht es dann runter. Steigung. Steigen wir mal zu steil. Machen wir es etwas smoother. Nochmal von da nach da. So. Das weiten wir auch direkt ein bisschen aus und kommen dann nämlich von hier aus im rechten Winkel hier rein. Jawohl. Das können wir, glaube ich, lassen hier. Das hat nämlich den Vorteil, wir können mich dann hier hinter einmal lang. So, und wenn wir jetzt hier noch eine Verbindung rüber haben wollen, da, schönes Brett hier mal wieder, das kennen wir aber schon, das Spiel. Sondern wir zum Abschluss dekorieren wir gleich noch ein bisschen. Jetzt müssen wir mal gucken, kriege ich hier eine vernünftige Höhe. Die hier wäre ganz schick. Reicht das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Meter. Ne, reicht nicht ganz. Dann mache ich diese Höhe hier. Jawohl. Ist es höher? Ne, ist es gar nicht. Die Höhe brauchen wir hier wahrscheinlich. Ja, besser.
ziehen das hier ein bisschen weiter nach hinten, um dann nämlich von hier aus kommend, halt stopp, von hier aus startend hier eine Rampe zu errichten. Das gleiche machen wir von hier aus hier kommend. Jawohl, hier geht's gerade rüber und dann Kurventool. Gerade hoch. Wo ist die Hilfslinie? Da kommt sie hier ran und das gleich mal auf der anderen Seite. Geradeaus Hilfslinie. Kurve. Die Mondstraße. Okay. Hier können wir direkt sagen, das ist die, ja. Aber wir haben auch keine Sackgasse geschaffen, das gefällt mir auch ganz gut. Hier wäre noch die Option, auch rüber zu kommen, nochmal auf die Rosenstraße. Ist doch schon ordentlich Verkehr wieder. Scheinbar ist das ein ganz guter Weg. Kommen wir hier noch rüber. Also wenn wir hier sind. Nee, falsch. Also. Das kitten wir wieder. Was sie mal so machen würden. Das müsste doch eigentlich reichen, oder? Ja. Okay. Gar nicht so verkehrt. Und dann werden wir jetzt hier noch ein paar Bürogebäude und so weiter integrieren. Das machen wir jetzt hier so ein bisschen dekorieren. So, hier Büros mit hoher Dichte. Dran denken, das müssen ganz kleine sein, sonst werden die wieder so riesig. Ein kleines bisschen schade, dass da nicht ein vernünftige Abstufung möglich ist bei den Höhen. So, das ist quasi die Verwaltung dafür. Da ziehen wir dann hier die alle Hilfslinien an. Gerade. Und dann haben wir hier ein paar Fußwege durch. Den Zimmerstreifen möchte ich dann nicht haben. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Parkplätze. Kleiner, mittlerer Parkplatz. Hier drüben hin, jawohl. Wir werden hier noch ein paar Büsche setzen. Was brauchen wir noch? Ich denke, was noch ganz sinnvoll ist, wäre so eine Fußgängerbrücke über die Gleise, damit die Leute aus den Büros auch nochmal hier rüber gehen können. Also da gehen wir hier rüber und müssen dann von hier aus... Also gucken wir mal hier alle Hilfslinien wieder an. Da können wir schon mal so langsam runter. Ja.
Ja, und dann können wir vielleicht noch von hier ausgehend. Nee, das lassen wir so. Dann haben wir nämlich hier noch die Möglichkeit, ein paar Büroflächen zu definieren, also Gewerbeflächen. Auch die machen wir klein. Wir fassen das hier so ein. Du kommst weg. So, wir haben ein neues Gebäude. Hier können in der Muscle Car Garage können dann cool spezielle Fahrzeuge gekauft, verkauft und repariert werden. Okay. Wunderbar. Wir werden hier drüben auch noch mal ein paar Parkplätze spendieren. Gibt es auch diesen breiten Parkplatz. Noch eine Gasse hier hinter, damit auch die Autos hier rausfahren können. So. Und dann ein paar Fußwege. Damit die Leute auch hier hinlaufen können, auch wenn das wirklich nur Dekoration ist. Das hat jetzt ja nichts mit dem Spiel zu tun. Das versteht das Spiel ja nicht, dass das hier solche Parkplätze sind für die Beschäftigten. Jawohl. Ja, die sind schon sehr hoch hier, aber ich denke, damit kann man leben. Ergänzen hier auch noch mal ein paar Büsche. Wir haben ein Stromproblem. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Ist jetzt schon wieder. Also, wir wollen es kurz gucken. Also auch so die Produktion schafft es gerade nicht. Das ist nicht das Problem. Das kriegen wir hin. Ja, ich will jetzt mal checken, ob hier wieder unsere Infrastruktur weggebrochen ist. Dem scheint jetzt hier aber nicht der Fall zu sein. Wir haben hier Überlast und wir gucken uns das nochmal in der Stromkarte an. Das müsste hier eigentlich ganz gut genau. So, wo haben wir jetzt die Engpässe? Hier. Oh, interessant, dass wir jetzt hier plötzlich also mal Hülsenproblem hat. Hier ein Problem ist, war obwohl doch hier eigentlich. Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Cliffhanger für die nächste Folge, dass wir uns das in der nächsten Folge mal in Ruhe angucken. Also Stromnetzplanung. Wir haben es jetzt ja geschafft, hier das große Terminal zu errichten. Wir gucken mal eine Sache nochmal nach. Was hat der denn hier an Leistung? Sagst du mir das, was du an Stromleistung brauchst? Nee, leider nicht. Nicht genügend Strom. Ja, aber das ist, glaube ich, ein guter Cliffhanger, um mal zu gucken, woran das jetzt liegt, dass wir hier entlang dieser Verbindungen es nicht schaffen, die Stadt mit Strom zu versorgen, obwohl wir eine ausreichende Kapazität haben. Ob das nur intern ist oder extern, also Stromversorgung von außen, weil wir gerade nicht genug selber produzieren. Das ist der perfekte Cliffhanger. Wir gucken uns das in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen dieser Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.